Zwillinge sind sich so ähnlich, aber einer von ihnen ist beliebt. Oh, die andere ist total nass. Das ist so ungerecht. Mary, würdest du diese Vase abwaschen? Claire, kriege ich ein Autogramm von dir? Du bist so cool. Wir lieben dich. Ich will auch eins. Ich auch. Danke, Claire. Ich wünschte, die würden mich auch nach einem Autogramm fragen. Wenigstens einer. Wow, mein Traum wird wahr. Natürlich gebe ich dir ein Autogramm. Was? Mary, das ist ein Test. Ich brauche deine Antworten, nicht dein Autogramm. Was für ein Loser. Da ist meine perfekte, beliebte Schwester. Ups, sie ist fast gestolpert. Mary, warum machst du das? Ist das ein neuer, beliebter Trick? Den merke ich mir. Ich werde ein neues TikTok-Video machen. Oh, meine beliebte Schwester. Mal sehen, ob dir ein Schnurrbart steht. Warte, warum habe ich ein Schnurrbart? Gut, dass ich eine Zwillingsschwester habe. Und niemand wird es bemerken. Fertig. Mal sehen, wer meinen Schal aufheben wird. Oh, dieser Schal gehört Claire. Was für ein Schatz. Gib mir den Schal. Nein, er gehört mir. Oh, Jungs. Jetzt streiten sie sich schon um meinen Schal. Ich kann das auch. Siehst du? Sie streiten sich um ihn. Hey, nicht drauftreten. Mein armer Schal. Endlich. Ein Fan hat ihn aufgehoben. Brauchst du diesen Schal noch? Ich benutze ihn als Lappen, okay? Danke. Sucht euch ein Zwilling aus. Welches Mädchen wählt ihr? Die unbeliebte Mary oder die beliebte Claire? Lasst einen Kommentar da. Ladies, ich brauche ein perfektes Model für mein perfektes Ballkleid. Du wärst perfekt dafür. Du meinst mich? Was für eine Ehre. Probier dieses Kleid an. Wow, das sieht total schön aus. Wunderschön. Ich liebe es. Hey, hast du auch etwas für mich? Wir sind Zwillinge. Für dich? Lass mich nachdenken. Ja, ich habe eine Idee. Ja, was soll das sein? Es passt wie angegossen. Bye. Wow, die Königin und ihre Loser-Schwester. Oh, Claire, meine Traumfrau. Ich schnapp mir den Kuss. Nein, nein, Kuss, komm zurück. Das passiert immer. Wann krieg ich einen Luftkuss? Oh, endlich. Wer ist mein Prinz? Ups, ihr habt nichts gesehen. Ich habe einen Sandwich-Kuss bekommen. Eklig. Mary, du hast den Test verhauen. Oh nein, eine 6 minus. Nein, nein, nein. Überall gibt es schlechte Noten. Hilfe! Mary, wach auf. Du hast es geschafft. Gratuliere. Hi. Nee, ich fange anders an. Claire, das ist für dich. Ja, wer ist da? Claire, das ist für dich. Würdest du ein Selfie mit mir machen? Klar. Lächeln. Au. Claire, wo willst du denn hin? Ups, ich bin hier. Diese Tür muss ausgetauscht werden. Claire hat vergessen, ihre Kamera auszuschalten. Was denn für ein Video? Was soll das bedeuten? Warum sollte Claire so ein Video auf YouTube veröffentlichen? Ist das trendy oder was? Was ist hier los?
Wow, ich habe aus Versehen ein Video aus meiner Tasche gepostet und es hat total viele Aufrufe bekommen. Claire, Glückwunsch! Wir schenken dir einen Diamanten-Play-Button. Glückwunsch! Wow, das ist der Wahnsinn! Claire, du bist die Beste! Ich kann auch ein Beauty-Vlogger sein. Abonniert meinen Kanal! Speichern und posten! Ich will auch berühmt werden. Der erste Kommentar. Was? Ich soll das Video löschen? Ich werde stattdessen den Kommentar löschen. Ist sie das? Bist du sicher? Okay, das ist für dich. Oh, danke. Ich kann's nicht glauben. Was? Das ist kein Diamant-Play-Button. Lösch dieses Video und film nie wieder etwas. Ich habe kein Wasser mehr. Chat? Warte, meine Königin. Ich bin gleich wieder da. Jetzt was zu trinken. Das schmeckt nicht. Und was sagst du jetzt? Ja, das ist okay. Danke. Oh, dieser Trick mit dem Wasser ist genial. Trink aus. Chat? Ich habe auch kein Wasser mehr. Da drüben gibt es einen Wasserspender. Wie auch immer. Hey, hier gibt es auch kein Wasser. Das ist nicht fair. Es reicht langsam. Mary? Was ist denn? Schwesterherz, was ist passiert? Warum weinst du? Du bist beliebt und ich bin ein Loser. Das stimmt doch gar nicht. Doch, schau dir die Bilder im Jahrbuch an. Ich bin nicht dabei. Lächeln. Sehr gut. Du da ganz rechts mit der Brille. Würdest du bitte nach rechts rücken? Noch ein bisschen. Sehr gut. Beweg dich noch ein bisschen. Ist das okay? Perfekt. Bleib da drüben. Los, Leute. Irgendwas stimmt da nicht. Hey, du mit der Brille. Komm mal her. Wirklich? Ja, halt den Reflektor gerade. Soll das etwa fair sein? Sieh dir diese Geburtstagsfotos an. Dreh dich um. Die Party war genial. Alles Gute zum Geburtstag, Claire. Puste die Kerzen aus. Aber ich habe doch auch Geburtstag. Wo ist meine Torte? Ich habe mir etwas gewünscht. Hier ist meine Torte. Danke. Ja, ich erinnere mich an diese Geburtstagsparty. Okay, und dieses Bild ist von einem Festumzug. Wir sind beide drauf und du bist glücklich. Ich werde jetzt den Gewinner des Wettbewerbs verkünden. Und gewonnen hat... Ich, bitte. Wen soll ich wählen? Eine Münze soll entscheiden. Es kann losgehen. Ich werf sie. Ups, die Münze können wir vergessen. Okay, ich wähle mit geschlossenen Augen. Und gewonnen hat... Du hast gewonnen. Ja, ich wusste es. Ups, falsche Seite. Lasst uns nochmal spielen. Schere, Stein, Papier. Ja, gewonnen. Endlich. Die Krone gehört dir, Claire. Und du, Mary, bekommst den 17. Platz. Du denkst, das ist einfach für mich? Ich habe eine Idee. Ich werde dir beibringen, wie du ein beliebter Modezwilling wirst. Regel 1. Social Media. Wir versuchen es mit einem perfekten Selfie. Ein Bild mit meiner Schwester. Posten. Ups, das hätte ich nicht gedacht. Wie auch immer, vergiss es. Lass uns mit deinem Look weitermachen. Klamotten sind super wichtig. Sieh zu und lerne. Trag nur die stilvollsten Sachen. Wow, das sieht abgefahren aus. Jetzt bist du dran. Versuch es. Es geht nicht. Warte, ich versuch's anders. Hey Blazer, komm schon. Leg dich nicht mit mir an. Schon gut. Lass uns zum nächsten Teil übergehen.
Make-up. Es ist ganz einfach. Finde dein Idol und mach ihr Make-up nach. Wow, ein Idol-Make-up. Das ist ganz einfach. Das ist mein Idol. Nein, bitte zeig das niemandem. Wieso? SpongeBob ist mein Idol. Ja, hab's kapiert. Jetzt sehen wir beide wie unbeliebte Nerds aus. Komm mit. Sieh mal, wir haben jetzt beide einen Schnurrbart. Das ist ein neuer Trend. Das ist witzig. Nasse Haare. Ja, wie lustig. Loser. Nerds sind blöd. Na und? Wir sind die liebsten Schwestern aller Zeiten. Was ist denn mit denen los? Oh, Mary. Claire. Hi, Mädels. Mary, möchtest du durch mein Mikroskop gucken? Claire, ich kann einen Liebestrank für dich machen. Ich bin jetzt mega schlau. An unserer Schule gibt es jetzt einen neuen Trend. Ein Nerd zu sein ist super cool. Sagt Nerd. Danke, Sis. Jetzt bin ich auch beliebt. Wie fandet ihr unsere Zwillinge? Schreibt uns, welche Schwester euch besser gefallen hat. Die beliebte Claire oder die unbeliebte Mary? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!